Herzlich willkommen auf der Chaos West Stage. Der nächste Talk heißt Make It Static und es wird darum gehen, warum man vielleicht nicht ein fancy CMS hernehmen sollte, das eine Menge Abhängigkeiten hat. Und wir wissen ja nicht erst seit Log4Shell, dass die auch unerwartet große Probleme machen können. Der Talk wird von einem Studenten an der TU Darmstadt, der Avocado heißt, gehalten. Ein herzliches Willkommen und ich freue mich schon sehr auf deinen Talk. Hi, ja, vielen Dank erstmal für die nette Begrüßung. Du hast es schon angesprochen. Das wird auch so ein bisschen das Thema werden, Sicherheitslücken in CMS und wie man das vielleicht mit statischen Seiten umgehen kann. Genau, erstmal herzlich willkommen zu meinem Talk Make It Static. Ich habe hier noch kurz eine Slide eingebaut, in der ihr einen QR-Code habt, den ich euch ganz kurz mal abscannen lasse, wenn ihr den abscannen wollt. Da seht ihr die Slides auch nochmal, falls ihr irgendwas nachlesen wollt oder nicht ganz hinterherkommt oder zum Beispiel euch die vergrößern wollt. So, jetzt zu mir. Ich bin Avocado. Ich studiere aktuell an der TU Darmstadt, beziehungsweise Thilo Billerbeck ist mein richtiger Name. Und genau, ihr findet mich auch auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Ich mache auch nebenbei tatsächlich Webentwicklung und Webdesign so ein bisschen. Deswegen stecke ich in diesem Thema so ein bisschen tiefer drin. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon, euch das Thema ein bisschen präsentieren zu können. Aktuelle Situation ist erstmal so ein bisschen der Einstieg, den ich euch ergeben möchte. Und aktuelle Situation umschreibt es schon ganz gut, weil aktuell haben wir ja eine Sicherheitslücke, die schon relativ krass und bekannt ist. Und ich möchte euch erstmal so ein bisschen sagen, warum vielleicht Static Sites eine coole Idee sind. Da habe ich so ein bisschen mir mal im Internet was rausgesucht. Das sind Artikel, die tatsächlich vor Log4Shell noch erschienen sind. Als ich diese Präsentation angefangen habe zu erstellen, gab es diese Lücke noch gar nicht. Und ihr seht hier so ein bisschen, die Artikel kommen von Heise oder T3N. Es geht hier zum Beispiel um Drupal oder WordPress oder irgendein Plugin. Und in der Regel sind das irgendwie immer Sicherheitslücken, die dann irgendwann erkannt werden oder entdeckt werden und wo dann zu einem schnellen Update aufgerufen wird und die Sache ist dann immer so ein bisschen, dass man halt da schnell agieren muss und viele, glaube ich, setzen sich halt so ein WordPress oder so ein Drupal dahin und richten das einmal ein und pflegen das dann nicht und das kann dann halt super schnell mal anfällig für irgendwelche Sicherheitslücken werden und da ist halt eigentlich immer schnelles Handeln gefragt. Zu dem ganzen Backend-Sachen so ein bisschen. Bei Content-Management-Systemen gibt es ja immer generell immer so zwei verschiedene Lösungen oder Arten, wie man das angehen kann. Es gibt ja die Fertiglösungen, halt die bekannten WordPress, Joomla, Drupal oder auch modernere Systeme und die brauchen halt in der Regel immer regelmäßig Pflege und Updates, um halt vernünftig funktionieren zu können, keine Sicherheitslücken zu bieten und auch drumherum muss immer um alles gesorgt sein. Sie benötigen ein sauberes und sicheres Setup und das betrifft halt vor allen Dingen nicht nur das System an sich, sondern halt vor allen Dingen auch alle Systeme drumherum, zum Beispiel die Datenbanken und der Server an sich, ne, wenn euer CMS sicher ist und dann auf einmal jemand durch eine Datenbanklücke bei euch reinkommt, dann ist euch halt auch nicht geholfen oder im Root-Zugriff auf euren Server kommt, dann habt ihr halt auch irgendwie ins Gras gebissen. Dann gibt es noch so ein bisschen so eine andere Gattung von Systemen, die einem immer wieder begegnen, das sind die sogenannten Eigenbauten. Die haben noch mal ein bisschen mehr Pfeffer als die Fertiglösungen bei manchen Dingen, wenn man sich da nicht ordentlich drum kümmert. Die haben halt auch die ähnlichen Probleme wie die Fertiglösung, das ist ganz klar, aber vor allen Dingen haben sie auch noch den Nachteil, dass man halt ganz viele Dinge, die schon in den CMSs berücksichtigt wurden, mit bedenken muss, zum Beispiel SQL-Injection oder Cross-Site-Scripting und ähnliches und wenn man sich das halt nicht alles mit anschaut, dann kann einem das auch ganz schnell um die Ohren fliegen und da muss man sich halt die Frage stellen, braucht man das wirklich, weil wenn man einmal in das System halt gelangt, über welche Stelle auch immer, hat man meistens relativ schnell Vollzugriff und wenn man Vollzugriff hat, dann sieht es eher schwierig aus, gerade wenn man eine größere Seite ist, kann das sehr unangenehm werden. Ein weiterer Punkt, den man bei einem Content-Management-System so ein bisschen beachten muss, ist der Wartungsaufwand. Ich hatte es gerade eben schon angesprochen, die Dinger müssen regelmäßig und teilweise auch sehr akut gepflegt werden. Man muss dafür Zeit aufwenden. Sie müssen relativ schnell und regelmäßig gepflegt werden und auch das Host-System drumherum braucht regelmäßig Pflege und Updates, weil wenn das out of date ist, dann geht das halt auch nicht. Viele Systeme können das inzwischen automatisch übrigens, aber auch da gibt es zum Beispiel Major-Updates, die meistens manuell eingespielt werden müssen oder Plugin-Updates, die auch gerne mal manuelles Einspielen erfordern.
Außerdem kann es sein, dass euch zwischendurch mal die Features brechen, bei WordPress zum Beispiel oder so im Theming- oder Plugin-Bereich. Das heißt, wenn größere Versionen von WordPress oder Co. ausrollen und die halt geupdatet werden müssen, weil halt Sicherheitsupdates benötigt werden, dann müsst ihr halt auch entsprechend wieder Zeitaufwand da reinstecken, das alles zu portieren und entsprechend anzupassen, weil ansonsten habt ihr irgendwie nicht eine schöne Seite da liegen, sondern nach dem nächsten Major-Update auf einmal irgendwas, was mehr aussieht wie bekannte Blogseiten aus dem Internet. genau, außerdem müsst ihr halt immer da einen großen Invest reinstecken. Und dann gibt es noch etwas, was ich als Plugin-Hölle bezeichnen würde. Das kennt man übrigens auch, WordPress. Der Begriff fällt heute leider relativ häufig, es tut mir leid, aber gerade da sieht man das sehr häufig, dass da halt super viele Plugins reingesteckt werden und das klingt erstmal ganz cool. Ich hole mir irgendwie mein System, dann hole ich mir lauter Features da rein, packe das alles so in eine Kiste und dann läuft es. Das Problem ist bloß, je mehr Plugins man eigentlich da reinpackt, desto schlimmer wird es eigentlich und desto mehr Abhängigkeiten erzeugt man und wenn das nächste große Update kommt, kann halt irgendwas kaputt gehen. Und dieser Zustand, ihr seht es auch unten, der nimmt halt in der Regel mit dem Alter der Seite zu und irgendwann habt ihr mal irgendwas, was zum Beispiel nicht maintained wird oder nicht ordentlich mit dem neuen Update funktioniert und dann habt ihr plötzlich eine Seite, die halt aussieht wie was auch immer oder einfach komplett offline ist. Noch eine weitere Sache, die einem halt auffallen kann, sind Skalierungsprobleme. Das trifft jetzt kleinere Seiten wie Blogs und Co. eher weniger. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Talk über Kopierer haltet und auf einmal plötzlich die halbe Weltkugel auf eurem Blog habt, dann wollt ihr vielleicht gucken, dass das auch ordentlich skaliert. So Systeme skalieren meistens an sich sehr gut und auch die Webserver an sich, die skalieren halt ordentlich. Aber wenn ihr zum Beispiel eine Seite mit einem relativ komplexen Aufbau habt oder halt eine große Datenbank dahinter mit Content, viele Queries, die also Datenbankaufrufe, die bei einer Seite durchgeführt werden müssen, dann kann es euch halt super schnell passieren, dass die Last auf dem Server halt auch ordentlich hoch wird. Und der nächste Punkt, der noch dabei ist, ist halt eine Datenbank. Die skaliert halt auch meistens relativ gut mit, aber wenn ihr anfangt, irgendwie die Seite zu expandieren auf mehrere Server oder so, dann seid ihr irgendwann auch relativ schnell an dem Punkt, wo ihr merkt, dass das gar nicht so einfach ist. Und was ein Problem ist, ist halt, wenn so eine große Last auftritt, dann ist halt erstmal die ganze Seite offline und das ist halt auch nicht so cool, weil dann seid ihr gar nicht mehr erreichbar und nicht nur schlecht, sondern wirklich komplett gar nicht mehr. Und jetzt kommt natürlich der große Moment, Magic Fairy, das Static Sites to the Rescue. Oder vielleicht auch nicht, weil vielleicht lösen die jetzt auch nicht alle eure Probleme, aber vielleicht einige und dazu kommen wir jetzt ein bisschen. Erstmal natürlich so ein bisschen der Punkt an sich, was sind denn überhaupt statische Seiten? So eine statische Seite ist im Prinzip, wie der Name schon sagt, eine Seite, die halt nicht irgendwie dynamisch generiert wird. Das heißt, da ist kein Content-Management-System im Hintergrund, was das Ding zusammenbaut oder ähnliches, sondern diese Seite wird as is an den Client ausgeliefert. So eine Seite besteht dabei meistens aus HTML, das kennt ihr mit Sicherheit, das ist einfach Hypertext Markup Language, also wie eure Seite aufgebaut ist, CSS, Cascading Style Sheets, also wie genau eure Seite am Ende aussehen soll, wie sie sich verhalten soll, wenn bestimmte Dinge gehovert werden und so. Und dann gibt es natürlich noch JavaScript und Co. habe ich jetzt das mal genannt, weil es auch heutzutage sowas wie WebAssembly gibt. Und das sind Komponenten, die dafür sorgen, dass eurer Seite Leben eingehaucht wird und dass sie dynamisch wird. Das habe ich jetzt auch bewusst ein bisschen gehighlightet, weil es tatsächlich so ist, dass das bei statischen Seiten euer einziger Anker sein wird, wie ihr Dynamik in eure Seite reinbringt. Das heißt, ihr macht das nicht mehr serverseitig, sondern ihr macht es clientseitig über JavaScript und nutzt Scripts, um halt dort die nötigen Komponenten reinzuziehen und so entsprechend das Ganze ein bisschen lebhafter zu machen. Um so eine statische Seite zu bauen, habt ihr sogenannte Static Site Generators. Das ist im Prinzip euer Toolbelt, euer Werkzeuggürtel, um halt entsprechend solche Seiten aufzubauen. Und die verschmelzen im Prinzip Templates und also Vorlagen und Inhalte zu einem Gesamtkonstrukt. Das Ganze läuft auch meistens so, dass Inhalte und das Template an sich relativ strikt getrennt sind. Das heißt, ihr schreibt das nicht irgendwie in HTML-Code rein, sondern ihr schreibt eure Inhalte in einem relativ einfachen Format oder in einem strukturierten Format auf, schreibt dann auf der anderen Seite, wie das Ganze aufgebaut sein soll. Und am Ende verschmilzt das Ganze im Prinzip zu einem Gesamtkonglomerat und wird so zu eurer statischen Seite.
Das heißt aber auch, dass diese Seiten entsprechend schon beim Deployment, also wenn ihr die Seite auf dem Server schiebt, generiert und fertiggestellt werden. Das heißt, sobald die Seite auf dem Server ist, muss sie im Prinzip gar nicht mehr zusammengebaut werden, sondern einfach nur ausgeliefert, wie eben schon gesagt. Außerdem gibt es dann noch ein paar weitere Punkte, nämlich werden Metadaten generiert, wenn ihr diese statischen Seiten generiert. Das heißt, ihr habt auch entsprechend Zusatzinformationen, die euch der Generator automatisch zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel Autoren. Die Textlänge kann man mit Sicherheit auch bei einigen rausziehen. Das Datum, wann das Ganze erstellt wurde, irgendwelche Git-Informationen, das sind alles Informationen, die euch dann helfen, entsprechend den ganzen Content ein bisschen richer zu machen und ihn auch besser strukturierbar, findbar und suchbarer zu machen. Und genau, das ist auch noch ganz wichtig. Außerdem gibt es zusätzliche Features, die auch noch beim Static Site Generator dabei sind, nämlich sowas wie das Bundling und Rendering von JavaScript oder CSS. Das heißt, dass eure Style-Sheets entsprechend schon so minifiziert werden und sowas, was ihr vielleicht auch von Webentwicklung an sich kennt, falls ihr da schon mal was gemacht habt. Hash-Generierung zur Verifizierung, dass die Dateien richtig übertragen wurden, zum Beispiel die CSS-Dateien, dazu komme ich später auch nochmal. Oder die Bildverarbeitung, um dafür zu sorgen, dass die Bilder entsprechend relativ klein sind, die ihr in eure Seite einbaut. Also alles Convenience-Tools, die ihr quasi nutzen könnt, um in eurer Seite ein entsprechend vernünftiges Erlebnis bieten zu können. Jetzt denkt ihr euch mit Sicherheit, das nutzt doch keiner. So, das klingt doch total kompliziert und das will ich doch überhaupt nicht haben. Und da habe ich euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel seht ihr da oben links National Geographic Co. UK. Das ist tatsächlich ein relativ bekanntes und populäres Beispiel. Die haben Gatsby als Static Site Generator eingesetzt. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Und ja, da würde man im ersten Moment gar nicht davon ausgehen, dass die Seite statisch generiert ist, ist sie aber komplett und das macht sie entsprechend auch für hohe Lasten relativ gut nutzbar und ja, sorgt auch dafür, dass die Seite hohe Anfragen entsprechend gut verarbeiten kann und auch schnell beim Nutzer ist. Da habe ich noch ein paar Seiten aus dem Entwicklerbereich mitgebracht. Oben rechts seht ihr das Ionic Framework für mobile Apps. Unten links, das kennt vielleicht auch einige schon, das ist die One-Password-Hilfe. Für so Dokumentation eignet sich das tatsächlich perfekt, sowas statisch zu generieren, weil das ändert sich nicht so oft. Und unten rechts, auch relativ unbekannt, nein, Let's Encrypt natürlich, auch komplett statisch generiert. Auch da hat die Seite große Nachfragen und profitiert natürlich davon, wenn sowas entsprechend schon fertig generiert ist. Es gibt so ein paar Static Site Generators, die ich hier mal aufgelistet habe. Das sind übrigens, habe ich noch nicht erwähnt, alles in der Regel Command-Line-Programme. Das heißt, ihr habt kein User-Interface, sondern also kein GUI, kein Graphical User-Interface, sondern macht das alles über die Kommandozeile. Darauf komme ich aber auch gleich nochmal zu sprechen. Ihr habt oben links Hugo. Das ist ein Static Site Generator, der mit Go funktioniert und als Binary ausgeliefert wird und relativ schnell und einfach funktioniert und für die meisten Use Cases ausreicht. Daneben Jekyll, das ist mehr so der Platzhirsch, den es eigentlich schon seit Ewigkeiten gibt, ist in Ruby geschrieben, hat Plugin-Support, wird, glaube ich, von GitHub immer noch für statische Seiten empfohlen und bietet euch ein bisschen mehr Flexibilität als Hugo, hat aber den Nachteil, dass es zum Beispiel auch relativ viel Ruby mit sich schleppt und man sich mit der Ruby-Toolchain mal auseinandersetzen sollte. Für Leute, die schon mal mit JavaScript gearbeitet haben, gibt es hier zum Beispiel ganz oben rechts auch Eleventy. Wie gesagt, JavaScript als Backend-Sprache und arbeitet ähnlich wie Hugo und wird auch gerne mal in andere Toolchains mit integriert. Unten links seht ihr Gatsby. Das ist ein Static Site Generator, der ein bisschen mehr macht als die anderen. Der arbeitet mit React und kann entsprechend auch Seiten generieren, die ein bisschen mehr interaktiver sind und die ohne viel Aufwand quasi auch dafür sorgen, dass bestimmte fortgeschrittene Techniken, die ich euch später nochmal zeigen werde, auch direkt mit eingebaut werden können und macht eure Seite noch dynamischer und sorgt dafür, dass sie noch weniger unterscheidbar von klassischen CMS-Seiten ist. Ganz unten rechts habe ich euch noch Astro mal eingefügt. Das ist ein relativ neues Tool. Wenn ihr zum Beispiel schon mit React oder Vue oder Svelte, das sind alles Frontend-Frameworks, gearbeitet habt, ist das vielleicht was für euch. Da könnt ihr nämlich genau diesen Code schreiben von diesen entsprechenden Frameworks und dann wird euch das komplett statisch ohne JavaScript rausgerendert. Das heißt, da müsst ihr nichts neu lernen, sondern könnt einfach easy anfangen, eure statische Seite zu bauen. Genau. Ich trinke mal ganz kurz was und dann erzähle ich euch mal ein bisschen, wie das Ganze überhaupt funktioniert.
Und zwar klingt das alles erstmal ein bisschen überfordernd. Ich habe euch jetzt wahnsinnig viel über Sicherheitslücken und über die Gründe für Static Site Generators erzählt. Aber ihr denkt euch wahrscheinlich, wovon rede ich da überhaupt? Dafür habe ich mir ein Beispiel mitgenommen von meinem Home-Hackspace, weil wir arbeiten tatsächlich mit Static Site Generators. Das ist darmstadt.ccc.de. Das wird bisher mit Jekyll gebaut. Das habe ich neulich auf Hugo portiert. Und in den folgenden Folien seht ihr auch so ein bisschen Code daraus. Deswegen wollte ich euch nur mal kurz sagen, dass das daher kommt. Und wir sind damit auch sehr zufrieden. Und ich erzähle euch auch so ein bisschen, warum. Wenn ihr so einen Static Site Generator erstmal euch rausgesucht und installiert habt, dann habt ihr meistens so einen Initialisierungsbefehl irgendwann eingegeben ins Terminal und dann liegt vor euch eine riesen Ordnerstruktur. Diese riesen Ordnerstruktur ist erstmal vielleicht ein bisschen überfordernd, gerade wenn man von Content-Management-Systemen kommt und dann plötzlich damit Dateien zu tun hat, dann kann das einen erstmal ein bisschen erschlagen. Ich kann euch das aber mal ein bisschen runterbrechen und vereinfachen. Wir haben hier im Prinzip vier wichtige Bestandteile in jedem Static Site Generator. Die heißen meistens ein bisschen unterschiedlich, sind aber relativ ähnlich zueinander. Wir haben einmal die Inhalte und Daten. Das ist quasi das, wo entsprechend dann das Herz eurer Seite besteht, so mit Blogposts, Seiten, aber auch strukturierte oder semi-strukturierte Daten könnt ihr entsprechend da einpflegen und habt da so, zum Beispiel so Formate vorliegen wie Markdown, YAML, JSON, TOML und so weiter, also verschiedene Formattypen. Dann habt ihr Templates und oder Themes. Das sind sozusagen die Blöcke in eurer statischen Seite, die vorgeben, wie sie später gerendert werden soll. Wenn euer Static Site Generator die Seite zusammenbaut, dann nimmt er sich den Content, guckt, wo kommt das ins Template rein und baut das alles entsprechend zusammen. Das heißt, dass auch eine gewisse Uniformität erzeugt wird. Und diese Templates und Themes habt ihr im Prinzip an bestimmten Stellen in diesem Static Site Generator liegen, schreibt sie dort und strukturiert und teilt sie auch dort auf. Außerdem habt ihr Konfiguration, das ist ganz klar. Alles, was ihr ins Netz stellt, muss auch irgendwo konfiguriert werden und entsprechend mit Metadaten versehen werden. Das macht ihr meistens dort. Also Konfigurationsdateien stellt ihr zum einen meistens ein, wie so ein Static Site Generator arbeiten soll, aber auch zum Beispiel Metadaten, euer Seitenname, eine Beschreibung für SEO oder so kommt da meistens auch mit rein. Und Plugins oder Ähnliches werden da meistens auch mit rein konfiguriert, wenn euer Static Site Generator das überhaupt unterstützt. Jetzt habt ihr ganz viel Struktur und Text. Eine Sache fehlt natürlich noch, die statischen Assets, wie zum Beispiel Styles, Fonts, Bilder und Skripte. Also alles das, was sozusagen dafür sorgt, dass das Ganze auf eurem Bildschirm ein bisschen mehr Form und Farbe annimmt und auch ein bisschen mehr Dynamik. Das ist quasi auch noch eine Sache, die dort mit drin steckt. Ich habe von einem Beispiel gesprochen. Wir haben ja die Darmstadt-CCC.de-Seite mit auf Hugo umgebaut. Ist aktuell noch nicht deployed, aber hier seht ihr schon mal ein bisschen als Beispiel die Ordnerstruktur von Hugo. Wenn ihr so einen Hugo-New-Site-Befehl ausführt, dann habt ihr hier die Konfigurationsdatei ganz oben. Das ist die config.toml. Da definiert ihr, wie gesagt, diese entsprechenden Werte für die Seite schon drin. Dann habt ihr Content, das ist das für semi- und unstrukturierten Inhalt der Seite, zum Beispiel Blogposts. Also semi- und unstrukturiert heißt im Prinzip Markdown und Text einfach so als unstrukturiert und semi-strukturiert. Ihr könnt auch zum Beispiel HTML-Seiten und so drin schreiben, wenn ihr das entsprechend braucht. Wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Datenbanken habt, Listen oder Ähnliches, die sich relativ ähnlich sehen, habt ihr zum Beispiel den Data-Ordner. Da kommen dann so YAML, TOML und JSON-Dateien rein, die wirklich einfach formatierte, strukturierte Inhalte haben, die ihr zum Beispiel auch als Listen in den Templates rendern könnt. Statische Assets ist relativ schnell erklärt, kommen in Static rein. Themes sind komplette Pakete, die ein bestimmtes Thema enthalten, inklusive Layout und Styles und Ähnlichem. Und unten habt ihr Layouts. Layouts sind ein bisschen spezifischer als Themes. Darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Das ist im Prinzip der Teil, wo ihr bestimmt, wie spezifische Inhalte auf eurer Seite auch unabhängig von Theme gerendert werden sollen. Das klingt ein bisschen verwirrend. Ich erkläre euch aber gleich nochmal, wo da der Unterschied genau besteht. Inhalte. Wenn ihr anfangt, so eine statische Seite zu bauen, dann ist das Erste, was euch in den Sinn kommt, natürlich, dass ihr irgendwo Inhalt reinpacken wollt. Und wie gesagt, kommt das bei Hugo zum Beispiel in diesen Content Directory. Und dort habt ihr hier zum Beispiel, wie auf der linken Seite zu sehen, verschiedene Markdown-Dateien bei darmstadt.ccc.de zum Beispiel. Wir haben hier das Impressum und so und einen Ordner mit Posts, mit Blogposts. Und dort strukturiert ihr euch den ganzen Inhalt rein. In diesem Fall kommen die Inhalte bei uns halt aus Dateien. Und
sie sind halt strukturiert oder semi-strukturiert und ihr habt verschiedene Formatmöglichkeiten, die ihr wählen könnt. Das heißt, wenn ihr nicht Markdown schreiben wollt, könnt ihr auch HTML schreiben oder eine andere Form von Markup-Sprache, die euch vielleicht ein bisschen gelegener ist. Wenn ihr mal so eine Markdown-Datei aufmacht, dann fällt euch auf, dass da nicht nur Markdown drin steht, wie hier zum Beispiel ab Zeile 10, wo es hier um Freifunk geht, sondern da gibt es auch was oben drüber. Das ist bei Static Site Generators relativ häufig so. Ihr habt nämlich hier entsprechend ein paar Metadaten oder wie es bei Static Site Generators auch häufig genannt wird, Front Matter. Dieses Front-Matter sorgt dafür, dass euer Static Site Generator weiß, worum es eigentlich in dem Inhalt überhaupt geht und vor allen Dingen auch, wo der genau hin soll. In diesem Fall haben wir hier zum Beispiel ein Layout, was festgelegt wird. Das ist hier das Page-Layout. Wir haben den Titel der Seite. Das ist zum Beispiel, wie gesagt, es geht hier um Freifunk. Und was hier unten ganz cool ist, das ist ein bisschen spezifischer für den Static Site Generator. Wir legen hier eine Menüposition fest für den entsprechenden Inhalt. Das heißt, ihr geht nicht irgendwie wie im WordPress zur Seite, schreibt die, geht ins Menü und zieht das da ins Menü rein, sondern ihr schreibt direkt in den Inhalt rein, so hier. Packt das mal bitte dahin und das macht ja alles schön von einem Ort raus und der Static Site Generator übernimmt dann den Rest. Die letzte Variable ist etwas, was zum Beispiel auch Template-spezifisch oder Theme-spezifisch ist. Wird bei uns zum Beispiel verwendet hier für das entsprechende Bild in der jeweiligen Seite, ist hier die Hero-Variable. Die gibt es so im Static Site Generator eigentlich nicht. Wurde von mir sozusagen hinzugefügt und genau sowas könnt ihr auch machen, wenn ihr zum Beispiel spezielle Bedürfnisse für Variablen in euren Templates habt. Wenn ihr irgendwie mit Markdown und so nicht klarkommt, habt ihr auch andere Optionen, zum Beispiel CSV, JSON, YAML und TOML. Ich habe es eben schon gesagt, strukturierte Inhalte. Das ist zum Beispiel gut für große Datensätze, wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein Team in der Firma habt oder so, dann wollt ihr das vielleicht nicht alles so in HTML manuell runterhacken und euch irgendwann so denken, ja, doof und irgendwo habt ihr vielleicht mal einen Formatierungsfehler drin, dann sieht alles aus wie Grütze und das macht dann eigentlich auch im Prinzip keinen Spaß, weil da macht ihr dann im Prinzip das Layouting über die Templates, müsst ihr euch da keine Sorgen machen, ihr schreibt einmal das Layout und ein Static Site Generator macht dann halt keine Fehler und rendert euch eure coole Datenbank schön in die Seite rein und dann ist die da vernünftig zu sehen. Außerdem vermeidet das, wie gesagt, Inkonsistenz. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, worauf ich auch später nochmal zu sprechen komme, ein Content-Management-System habt oder ähnliches, wo ihr Daten rausziehen wollt oder eine andere Applikation, dann geht das bei den meisten Static Site Generators auch. Dann geht ihr, sucht ihr euch die entsprechende API raus. REST ist da eigentlich so der Standard. Viele können auch einen neueren Standard, der sich GraphQL nennt, wo ihr festlegen könnt, was genau ihr an Inhalten überhaupt abgerufen haben wollt. Und diese Daten werden dann zur Rendering-Zeit quasi von der API abgerufen und in eure statische Seite integriert. Genau, neben Content-Management-System, normalen Content-Management-System gibt es auch zum Beispiel Headless-CMS. Da komme ich auch nochmal gleich drauf zurück. Und auch da geht das Layouting dann wieder komplett über das Template. Das heißt, ihr zieht euch nur die ganzen Daten raus und packt die in dieses Template rein und vermeidet auch da entsprechende Inkonsistenzen. Jetzt habe ich viel über Thema Themes und Templates geredet und an dieser Stelle sollte ich euch vielleicht mal ganz kurz erzählen, was das überhaupt ist und wie sich das voneinander unterscheidet, weil das klingt ja schon relativ ähnlich. So ein Theme ist, wie gesagt, so ein Gesamtpaket. Wenn ihr jetzt kein eigenes Theme zum Beispiel in Hugo schreibt, dann lade ich euch das irgendwo runter, bei GitHub zum Beispiel oder so. Und da ist dann alles drin, da sind Templates drin, da sind entsprechend Styles drin, Skripte und so weiter, Fonts. Das heißt, ihr installiert es einmal, startet im Prinzip einen Static Site Generator und seid gewaschen und gekämmt und die Seite sieht schön aus. So ein Theme stellt das Grundgerüst der Seite entsprechend und auch die meisten Basistemplates. Das heißt hier, wie ihr es zum Beispiel links seht, haben wir hier so ein Basistemplate einfach mal grafisch abgebildet. Wir haben hier eine Kopfzeile, einen Hauptbereich und einen Footer. Und so beginnen meistens die Templates auch in Hugo, dass ihr ein Base-of-Template habt. Und ab da werden sozusagen die Layouts ineinander immer weiter verschachtelt. Und so setzt sich dann eure Seite zusammen. Eine typische Aufteilung, habe ich ja wie gesagt schon erwähnt, besteht ja meistens aus diesen drei Blöcken. Ihr habt eine Header-Template, wo eure ganzen Metadaten, das CSS und das JavaScript und so reinkommt. Ihr habt den Main-Bereich, wo euer Inhalt dann meistens reinkommt, wo auch entsprechend die einzelnen Inhaltstemplates meistens eingefügt werden. Und ein Footer-Bereich, wo euer ganzer JavaScript-Kram und so reinkommt, wo ihr vielleicht euren Copyright-Notice reinpackt und so. Das ist meistens die Grundstruktur und dort kann es halt auch sein, dass die Templates sich ineinander noch weiter verschachteln.
Was ist denn so ein mysteriöses Template überhaupt? So ein Template ist im Prinzip, sieht, wenn ihr es jetzt mal auf der linken Seite seht, fast aus wie eine HTML-Seite. Das ist es aber nicht ganz. Es ist im Prinzip, wie schon der Name verrät, eine Vorlage. Und diese Vorlage sagt dem Static Site Generator, was er mit eurem Content machen soll. Hier zum Beispiel habe ich mal so schematisch auf der linken Seite ein bisschen skizziert, wie das aussehen könnte, wenn ihr zum Beispiel einen Blogpost rendern wollt. Ihr extendet hier meinetwegen euer Basis-Template. Extend heißt im Prinzip, ihr sagt dem Static Site Generator, wenn du den Blogpost renderst, dann nutzt als Basis bitte das Template 42, also packt den Rest ins Template 42, damit Template 42 den ganzen Rest der Seite enthält. Und ihr habt zum Beispiel die Article-Tags, wo ihr euren Artikel und so entsprechend einfügt. Das ist jetzt ganz normal, das HTML ist nicht so wichtig. Und ihr habt hier zwei Variablen, zum Beispiel die Titelvariable hier im Header 1 und unten in dem Div-Element mit RC3 ist awesome, eure Inhaltsvariable, das heißt, da wird der Content vom Blogpost entsprechend reingerendert. Und ihr könnt dort nicht nur meistens Textvariablen einbinden, sondern dort werden auch eure Assets und Ähnliches eingebunden. Das heißt, alles, wie sich die Seite am Ende zusammensetzt, regelt ihr in der Regel über die Templates. Ich habe euch da mal so ein Beispiel mitgebracht. Ihr seht das hier ganz gut. Oben, das ist ein Auszug aus einer Single-HTML in Hugo. Das sieht ähnlich aus wie mein schematisches Beispiel. Ihr extendet hier das Template Main, habt dann hier die Titelvariable zum Beispiel im Header 1 und hier die Content-Variable im Main. Und was Hugo dann macht, ist, ersetzt hier den Titel halt durch den Titel eures Blogposts, den Content durch den Inhalt und packt das Ganze in euer Main-Template, also in den Rest, in das Restgerüst eurer Seite. Ich habe auch gesagt, Hugo fängt meistens mit so einem Basis-Template an. Das seht ihr hier unten. Wenn ihr schon HTML geschrieben habt, kommt euch das relativ bekannt vor. Das ist so ein klassisches Grundgerüst und ihr seht auch schon, hier fängt es zum Beispiel an, dass wir die Länge, also die Language der Seite hier schon mit einer Variable festlegen, die zum Beispiel in diesem Fall bei Hugo global ist. Wir fügen hier schon direkt ein Template ein, das ist das Head-Template, also das, was im HTML dieses Head-Element ist. Das kommt damit rein und der Rest kommt hier ins Body rein, in den Body rein. Ist auch nicht so wichtig, ihr müsst auch nicht alles verstehen, nur im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, alles, was hier in diesen geschweiften Doppelklammern drin ist, sind quasi Bausteine, die der Static Site Generator zur Bauzeit quasi einzeln in die Seite reinsetzt und daraus entsteht dann das Gesamtkonstrukt. Ich habe von der Head-HTML gesprochen, so sieht die auch im Prinzip aus, beziehungsweise ein Auszug davon. Ich habe das eingefügt, weil ich euch zwei Dinge mal zeigen wollte, nämlich könnt ihr auch ein bisschen advancederes Zeug damit machen. Ihr könnt zum Beispiel Conditionals auch schreiben. Meistens haben diese Static Site Generator eine Template-Language an Bord, die euch viel Dynamik erlaubt und entsprechend euch auch die Möglichkeit bietet, auf viele Sachen sehr dynamisch zu reagieren. Zum Beispiel sagen wir hier, wenn die Seite nicht die Home-Seite ist, dann hängen bitte den Seitentitel hinten dran. Oder wir fügen hier die Description der Seite entsprechend ein. Und hier unten, was ganz cool ist, ich habe schon gesagt, so ein Template bietet euch ein bisschen mehr Möglichkeit, als mit Textvariablen einzubinden. Ihr habt hier unten die Möglichkeit, zum Beispiel Ressourcen zu laden. Zum Beispiel haben wir eine SAS-File hier, eine SCSS-File. Das ist ein Superset von CSS, was sozusagen kompiliert werden muss, damit es dann eingefügt werden kann. Und das macht ein Static Site Generator hier mit diesen Befehlen automatisch zu CSS, macht es das quasi zu CSS. Und macht es dann auch gleich minifiziert und fingerprintet das. Fingerprinting heißt einfach für alle, die das nicht kennen, dass man quasi so eine Prüfsumme generiert. Und dann, wenn wir das alles hier einmal gemacht haben, durch so eine Pipeline durchlaufen lassen haben, können wir es hier direkt einfügen und haben quasi einen relativ coolen Style-Tag, der auch relativ viel Sicherheit und Absicherung bietet, dass irgendwas schieflaufen kann. Und das alles macht ihr hier im Template. Und das ist halt in vielen Content-Management-Systemen deutlich komplizierter und oft auch manchmal nur mit Plugins zu lösen. Kurz umrissen, damit ich es nicht ausgelassen habe, ich habe das meist ja eigentlich schon erzählt, statische Assets kommen in ihren eigenen Ordner und neben diesem ganzen CSS und JavaScript-Kram sind es Bilder und Schriftarten, die da auch gerne auftauchen. Die könnt ihr meistens dann über absolute Pfade in eure Seite einbinden und die meisten Static Site Generators bieten euch auch Pre-Processing. Ich habe es hier mit CSS gezeigt, das geht auch mit Bildern und macht auch meistens mit Bildern viel Sinn. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie euer Bilderminifizierungstool aufrufen und da eure Bilder einzeln reinschieben, sondern ihr schiebt eure Bilder einfach cool in den Content-Ordner rein. Nach dem Static Site Generator einmal baut es bitte und dann fallen am Ende für das Web optimierte Bilder raus, die entsprechend schon eine angenehme Größe haben.
Wenn ihr jetzt diesen ganzen Prozess einmal durchlaufen habt, ihr euch sicher seid, okay, jetzt möchte ich das mal schon mal online stellen, dann kommt ihr irgendwann an den Punkt, wo ihr das auf den Server hochladen wollt. Das ist im Gegensatz zu Content-Management-Systemen hier super simpel und relativ easy, weil ihr müsst einfach nur ein paar Dateien hochladen. Ihr sagt einem Static Site Generator meistens, dass er das irgendwie bauen soll mit einem Build-Command. Und wenn ihr diesen Build-Command ausgeführt habt, dann fallen da ein Haufen statischer Dateien raus. Die schiebt ihr dann meistens in ein sogenanntes Content Delivery Network oder auf einen statischen auf einen normalen Webserver. Das ist beides das Gleiche, außer dass ein Content Delivery Network halt meistens auf viele Nodes verteilt sind. Stichwort Skalierung. Und die Last ist halt gering, weil es auch keine Runtime gibt. Das heißt, egal wo ihr das hinschiebt, die Webserver haben damit meistens nichts zu tun, weil die müssen im Prinzip einfach nur die Seite auf die User werfen, wenn die Seite aufgerufen wird. Das ist halt ein super einfacher Prozess. Viele Anbieter von so Content Delivery Networks haben auch die Möglichkeit, eine sogenannte Continuous Integration, Continuous Delivery anzubieten. Das heißt, da müsst ihr euch nicht mehr ums Bauen kümmern. Da verknüpft ihr einfach das Git Repository und dann, wenn ihr was pusht, dann kommt es automatisch sozusagen zu dem Anbieter, wird zusammengebaut und deployed. Das heißt, das ist für euch super einfach. Ihr macht eine Änderung, pusht die einfach und dann wird der Rest vom entsprechenden Anbieter übernommen. Oder ihr baut euch selbst eine CI oder eine Continuous Delivery. Das geht natürlich auch. Das wird dann entsprechend über Webhooks getriggert. Kommen wir noch kurz zum Vergleich. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber ihr erinnert euch vielleicht noch an den Anfang. Ich habe so ein paar Punkte gemacht und die möchte ich hier mal ein bisschen dem Static Site Generator gegenüberstellen. Zum ersten Wartung und Sicherheitsupdates. Ihr habt natürlich hier keinen Zugriff aufs Backend, das heißt, es wird natürlich erstmal schwierig, das Content-Management-System, was hier entsprechend nicht vorhanden ist, natürlich anzugreifen. Das heißt, ihr müsstet euch an den Webserver oder Ähnliches machen, um überhaupt Zugriff zu bekommen. Und wenn die Seite einmal online ist, dann braucht ihr auch erstmal keine Sicherheitsupdates, außer vielleicht irgendwann mal Frontend-Updates, wenn irgendwelche bestimmten Standards auslaufen. Ne? Wenn ihr eure Seite mit HTML 1.0 geschrieben habt, dann wird die vielleicht irgendwann nicht mehr dargestellt oder wenn ihr die für den Internet Explorer optimiert habt. Das Backend benötigt natürlich Wartung, auch die Hosting-Hardware benötigt und Software benötigt Wartung. Das ist natürlich selbstverständlich, aber es ist halt schon ein deutlich geringerer Aufwand. Die Features können überhaupt nicht wirklich kaputt gehen, weil die Inhalte meistens über Standards kommen. Das heißt, HTML ist standardisiert, CSS ist standardisiert und auch JavaScript ist standardisiert. Das veraltet irgendwann, aber bis das veraltet, habt ihr wahrscheinlich eure Seite schon mal umgebaut. Und die Portierung auf ein anderes System oder auch von einem entsprechenden Content-Management-System ist halt super einfach, weil diese Standards halt existieren. Die Plugin-Hölle, die gibt es eigentlich so nicht mehr wirklich. Es gibt Content-Management, sag ich schon, Content-Management, Static Site Generators, die halt entsprechend Plugins euch bieten, aber die machen euch erstmal keine Probleme, wenn die outdated sind und ihr habt relativ viel Zeit, auch entsprechend dort eine eigene Lösung zu implementieren oder auf eine andere Lösung zu wechseln, weil diese Plugins halt nicht irgendwo online liegen, sondern die sind halt bei euch lokal und bauen nur die Seite und wenn da mal was kaputt geht oder outdated ist, dann ist das nicht direkt für den Nutzer sichtbar. Genau. Ich habe eben schon kurz von Skalierung gesprochen. Das ist halt bei Static Sites super einfach. Natürlich auch nicht unendlich erweiterbar, ne? Wenn so ein Webserver irgendwie eine riesen Menschenmasse abkriegt, dann geht der irgendwann auch mal in die Knie. Aber was das passiert, ist halt wesentlich später. Auch cool ist halt, dass ihr im Content Delivery Network die Seite super verteilen könnt auf verschiedene Nodes und euch so entsprechend ein bisschen Skalierungsaufwand ersparen könnt. Das Ausrollen ist außerdem sehr einfach. Das heißt, wenn ihr eine Änderung haben wollt, dann müsst ihr nicht anfangen, irgendwie Datenbanken zu migrieren, die PHP-Version zu updaten, irgendwelche Plugins zu enablen, sondern ihr schiebt einfach die Dateien auf den Server und es läuft. Eine Datenbank gibt es natürlich in diesem Fall dann auch entsprechend nicht. Die muss nicht mit skalieren. Das Einzige, was es geben kann, ich habe es vorhin gesagt, wenn ihr zum Beispiel eine API verwendet und ihr wollt zum Beispiel auch die API nicht nur vom Static Site Generator direkt beim Rendering aufrufen lassen, dazu komme ich nämlich gleich, sondern auch über JavaScript zum Beispiel, wenn jemand die Seite aufruft, dann muss diese API entsprechend auch mitskalieren und auch entsprechend abgesichert sein. Aber das ist dann ein Problem, mit dem man sich dann beschäftigen muss. Und es gibt auch da ein paar Vorteile, weswegen man trotzdem Static Site Generator verwenden möchte. Kommen wir jetzt mal noch ein bisschen zu advancederen Themen. Ich habe gerade eben schon gesagt, wie ist das denn, wenn ihr eine API aufrufen wollt, wenn ihr zum Beispiel eine statische Seite generiert, aber trotzdem vielleicht Änderungen schnell sichtbar haben wollt, weil das kann häufiger schon mal sein. Da gibt es einen Prozess, der sozusagen sich darum kümmert, dass wenn ihr eine Seite aufruft,
dass sie dann entsprechend mit Inhalt befüllt wird, dass sie sozusagen mit JavaScript Wasser übergossen wird und dann anfängt, auf einmal neue Inhalte nachzuladen. Dieser Prozess nennt sich Hydration. Da gibt es zwei verschiedene Techniken. Da gibt es einmal das Partial Hydration, das heißt, bestimmte Inhalte der Seite werden einfach nur sozusagen mit Dynamik versehen mit JavaScript. Das heißt, ihr seht es auch unten in der Grafik, die Seite lädt, dann wird die Seite aufgerufen, dann hat die ein bisschen Inhalt, der ist jetzt hier noch orange und dann kommt die Hydration in diesen orangenen Bereich und hängt sich da rein sozusagen mit JavaScript und lädt vielleicht Inhalte nach und auf einmal sind da plötzlich 3 Blogposts, weil vielleicht der Rendering-Prozess noch nicht hinterhergekommen ist, weil der Inhalt gerade just veröffentlicht ist oder ihr habt eine ganz hitzige Kommentarspalte und viel zu rendern, das lohnt sich jetzt einfach mal gerade nicht. Ihr könnt es auch mit Lazy Hydration machen. Das hat sogar noch den Vorteil, dass ihr entsprechend Inhalte nur hydratet, wenn die überhaupt in den Sichtbereich kommen. Das ist, wenn ihr viel Hydration nutzen wollt, sehr sinnvoll, weil ihr dann nicht anfangt, dem Client irgendwie mit ganz viel JavaScript um die Ohren zu werfen. So, wir kommen auch langsam Richtung Ende, keine Sorge. Wir haben hier noch die Deferred Static Site Generation. Das ist ein cooler Mittelweg, wenn ihr zum Beispiel sagen wollt, okay, ich hätte gern trotzdem noch einen Server und ich hätte gern schnelles Rendering und das soll alles schnell bereitgestellt werden, dann ist das hier ein cooler Weg. Ihr habt einen Server im Hintergrund, der quasi wie ein CMS läuft. Hier ist es zum Beispiel unten eine Grafik von Gatsby und ich sehe unten die Quelle ist abgeschnitten. Das sollte ich vielleicht mal fixen danach, ist auch egal. Ich habe es gesagt, von Gatsby.org ist das gerade und dieser Server, der läuft im Hintergrund und liefert die Seite aus und jedes Mal, wenn diese Seite ausgeliefert wird und es gab eine Inhaltsänderung, dann wird ein Abbild automatisch generiert, das wird in einem Cache abgelegt und wenn die nächste Person kommt, kriegt die nur den Cache zurückgeworfen. Das heißt, im Prinzip habt ihr immer ein Abbild, was sozusagen inkrementell mitgeneriert wird und es fühlt sich an wie eine statische Seite, skaliert auch ähnlich, aber ihr habt immer auch die Dynamik des Servers hinten dran und könnt schnell auf Änderungen reagieren. Wenn ihr sagt, okay, ich will mein Content-Management-System nicht komplett aufgeben, dann gibt es auch so coole hybride Ansätze und auch Plugins für viele Content-Management-Systeme. Seid gewarnt, ihr nehmt natürlich die vielen Nachteile des Backend-Servers dann mit euch, aber wenn ihr sagt, ihr wollt nur skalieren und Sicherheitsupdates sind für euch kein Problem, ist das vielleicht für euch ein Ansatz. Ihr habt auch dort die Möglichkeit, entsprechend dafür zu sorgen, dass auch die Leute weiterhin die Seite pflegen können. Mir fällt auch gerade auf, dass noch eine Slidecover irgendwie fehlt mit dem Workflow-Wechsel, deswegen baue ich das hier schnell ein. Die Leute können halt weiterhin sozusagen über eure Seite entsprechend den Content pflegen. Für eure Redakteure, wenn ihr ein größeres Team habt, ändert sich nichts. Und so habt ihr weiterhin alles im Griff und habt trotzdem die Möglichkeit, die Dinge statisch zu skalieren. Und teilweise bieten euch auch die Content-Management-Systeme die Möglichkeit, das in ein Content-Delivery-Network zu schieben. Das heißt noch nicht mal, euer Server hat eine wirkliche Last. Und der Server, auf dem die Seite liegt, ist kein Angriffsvektor für euer Content-Management-System. Kurz als Ergänzung, weil das vorhin gefehlt hat aus irgendeinem Grund. Wenn ihr ein Content-Management-System habt, bietet es meistens auch eine API, um dort Inhalte abzurufen. Das heißt, wenn ihr entsprechend ein WordPress oder Ähnliches habt, hat es meistens eine REST-API und ihr könnt auch die natürlich mit dem Static Site Generator anzapfen, um entsprechend Inhalte abzurufen und sie dann rein zu generieren. Das heißt, das ist für euren Workflow eigentlich ganz cool, weil ihr da nicht viel ändern müsst. Also für eure Redakteure oder Ähnliches ändert sich nichts, sondern es generiert sich einfach eine Seite hinten dran mit und das Editing-Frontend, das bleibt quasi gleich. Neos ist übrigens auch ein bekanntes Beispiel, ist ein bisschen anders. Das generiert komplett statische Seiten, ist aber auch Typo 3 ähnlich, das heißt für kleinere Installationen vielleicht nicht so ganz geeignet. So, das war jetzt viel Inhalt. Kommen wir zum Fazit. Sind Static Site Generators die Lösung für alles? Ist das irgendwie das, was man einfach, die Magie, die man über alles drüber gießen kann und dann funktioniert alles? Nein, das sind sie eigentlich nicht. Ich will ja auch nicht Content-Management-Systeme irgendwie runtermachen, aber sie sind eine coole Möglichkeit, um euch hohe Flexibilität zu bieten, um euch hohe Skalierbarkeit zu bieten und euch zum Beispiel auch die Wartung zu nehmen. Wenn ihr sagt, ihr baut ein kleines Blog zum Beispiel, dann habt ihr da keine große Instanz von WordPress, sondern ihr schreibt euer Blog, ihr postet den Eintrag, dann geht der online und dann müsst ihr euch da keinen Kopf drum machen, der liegt irgendwo. Und wenn ihr irgendwie Aufmerksamkeit mit eurem Inhalt generiert, dann ist das für euch kein Problem, weil der Blog skaliert dann ordentlich mit. Ihr habt auch hohe Aufrufgeschwindigkeiten. Was ich übrigens vorhin noch nicht erwähnt habe, was auch sehr cool ist, ist, dass ihr natürlich sofort mit dem Inhalt da seid. Das heißt, ihr müsst es nicht dynamisch nachgenerieren und wenn ihr zum Beispiel jemanden oder eine Suchmaschine habt, die Inhalte in der Seite sucht, dann sind die Inhalte auch sofort da. Oder zum Beispiel eine Person mit einem Screenreader,
dann hat die auch sofort ein statisches Abbild der Seite, wo nichts irgendwie noch komisch mit Magie nachgeneriert wird und kann, die Person kann natürlich die Seite auch sehr schnell und ordentlich durchsuchen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören oder wie auch immer. Und ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt auf eure Fragen und hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr mit dem ganzen Inhalt erschlagen. Und ja, cool. Ja, danke für diesen super Vortrag. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr die sehr gerne auf Twitter oder Mastodon stellen unter dem Hashtag RC3CW TV, also RC3KSWS-TV. Unser Signal Engine wird sie dann mir schicken, damit ich sie stellen kann. Gleich am Anfang ist die Frage gestellt worden, können auch Videos eingebettet werden? Vielleicht kann man dann noch klarstellen, was mit Static Sites geht und was nicht. Du schneidest bei mir manchmal mit dem Audio ein bisschen ab, aber ich glaube, ich habe das meiste von der Frage tatsächlich verstanden. Die Videos können tatsächlich eingebettet werden. Ich glaube, Tooling, um Videos zu optimieren, gibt es meistens nicht, aber natürlich habt ihr die Möglichkeit, wie bei allen anderen statischen Assets auch, dass ihr einfach die Videos auf den Webserver mit hochladet, meistens in diese Static Directory sozusagen, wenn euch das lieb ist, und sie da entsprechend einbettet und dann dort sozusagen mit Videoelementen im HTML oder mit einem Videoplayer-Library in JavaScript entsprechend diese Dinge einbettet. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr anfangt, irgendwie YouTube oder Vimeo oder was auch immer mit der API anzuzapfen und so entsprechend Videos einbettet. Also da sind euch eigentlich die Möglichkeiten relativ offen. Ihr müsst nur ein bisschen darauf gefasst sein, dass natürlich Videos eine hohe Last für den Webserver bieten. Das heißt, da fließen relativ viele Daten, aber in der Regel ist das auch kein großes Problem. Danke. Könntest du noch ein Beispiel bringen, was man nicht mit einer statischen Seite realisieren kann? Nicht mit einer statischen Seite realisieren. Im Prinzip kann man sehr viel mit einer statischen Seite realisieren. Was man natürlich nicht realisieren sollte oder könnte, ist natürlich, sind Seiten mit sehr viel dynamischem Inhalt, sage ich mal so. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt anfangt, ich habe es vorhin mit der hitzigen Kommentarspalte gesagt, wenn ihr jetzt irgendwas habt, wo ihr viel Kommentare drin habt und ihr wollt da nicht viel mit JavaScript oder so arbeiten, sondern das relativ statisch lassen, dann werdet ihr schnell auf das Problem stoßen, dass nicht, wenn jemand alle 10 Sekunden kommentiert, dass ihr dann anfangen könnt, die Seite neu zu rendern, weil das queued dann ewig ab und irgendwann zieht eure Seite nur noch so hinterher mit dem Rendering oder das Rendering wird dauernd abgebrochen. Das heißt, wenn ihr sehr, sehr, sehr viele dynamische Inhalte habt, dann könnte es tatsächlich irgendwann ein Problem werden, das zu realisieren. Aber ansonsten kann man eigentlich relativ viel mit statischen Seiten realisieren. Dann noch eine Frage zur Geschwindigkeit. Es kommt ja dann öfter vor, dass man Kilobyte an Framework-Code preloaden muss, bevor die Seite überhaupt reagiert. Gibt es da Tipps, wie man die Ladezeit bei Static Sites? Da gibt es tatsächlich Tipps. Also wenn man zum Beispiel mit einem JavaScript-Static Site Generator arbeitet, wie Gatsby oder so, gibt es dort die Möglichkeiten, dass man, wenn man dort ein Framework wie React halt einbindet, dass sie sogenanntes Tree-Shaking mit sich bringen. Das heißt im Prinzip, dass sie sozusagen an dem Dependency-Baum, den man aufbaut, um es mal bildlich zu beschreiben, schütteln. Das heißt, sie schütteln da so lange dran, bis nur noch das Notwendigste dranhängt und werfen den Rest des Framework-Codes weg. Das heißt, ihr habt am Ende ein gebündeltes JavaScript, was quasi relativ minimal ist. Natürlich ist es trotzdem immer noch ein bisschen Framework-Code. Viele bieten auch sogenanntes Code-Splitting an. Das heißt im Prinzip, dass ihr nur den für die Seite notwendigen Code ladet und wenn ihr eine neue Seite ladet, dann ladet ihr den restlich notwendigen Code. Das kann man auch manuell machen. Ich habe es ja von darmstadtcc.de genannt gehabt. Da haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir den Kalender mit JavaScript realisiert haben, weil wir dort iCal parsen. Das ist auch relativ dynamisch. Und dort ist es tatsächlich so, dass wir diesen Code nur laden, wenn die entsprechende Seite aufgerufen wird mit einer entsprechenden Template-Variable, die dann sozusagen auf wahr gesetzt wird und dann wird dieses JavaScript eingebunden. Das heißt im Prinzip, die Dinge, die man da mitnehmen kann, ist zum einen das halt manuell aufzuteilen, nicht einfach nur die Binaries irgendwie aus den Release-Renders oder aus den Release-Builds quasi einfach in den Header einzubinden, sondern einen Bundler zu verwenden, auch wenn es ein bisschen schmerzhaft ist oder halt auch einfach das Ganze manuell aufzuteilen. Dann noch ein Fragen, was du von verschiedenen... Du bist gerade super leise. Kannst du gerade mal gucken, ob du... Geht's besser? Ja, es geht. Okay. Was ist deine Meinung zu Headless CMS für Static Site Generator? Tatsächlich eine sehr gute. Headless CMS ist tatsächlich was, wo ich auch in gewisser Weise die Zukunft sehe und
viele etablierte CMS-Lösungen arbeiten natürlich auch auf diesen Punkt hin, dass sie zum Headless-CMS werden können oder zumindest zum teilweise Headless-CMS. Wenn ihr nur eine Static-Site habt, ist es natürlich erstmal nur so die halbe Miete. Aber da ist es halt auch schon ganz cool. Aber was halt vor allem ein cooler Vorteil ist, wenn ihr anfangt, die Inhalte noch auf weitere Endgeräte zu bringen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie eine News-Seite seid und ihr baut euch jetzt eine Mobile-App, dann müsst ihr nicht irgendwie noch eine API dafür schreiben, sondern die API, die liegt halt einfach schon da. Und das bietet euch natürlich viele Vorteile. Das heißt, wenn ihr verschiedene Zielgeräte damit ansprechen wollt, habt ihr halt sofort eine API und die API ist halt auch eure einzige Source of Truth. Das heißt, die könnt ihr pflegen, da könnt ihr dafür sorgen, dass die ordentlich läuft und habt so die Möglichkeit, halt auch das entsprechend in andere Services mit einzubinden oder auch, weiß ich, einen Sprachassistenten-Skill, was weiß ich. Es läuft halt alles auf dieselbe Source hinaus und ich finde das sehr gut. Das ist eine sehr gute Lösung auf jeden Fall. Was ist deine Einschätzung zu Graph? Du bist wieder super leise, sorry. Was ist deine Einschätzung zu Graph? Du hast es ja vorher einmal kurz erwähnt. Meine Meinung zu jetzt warst du wieder laut, nochmal. Was ist deine Einschätzung zu Graph? Zu Graph? Meine Einschätzung zu Graph ist tatsächlich auch eine relativ gute. Graph arbeitet ja an sich nicht unbedingt direkt mit Static Site Generation, sondern cached das Ganze ja in so Blöcken quasi. Also im Prinzip werden keine Seiten rausgerendert, sondern dass die Seite speichert sich oder das CMS speichert sich quasi so Blöcke der Seite ab und fügt die am Ende nochmal kurz mit PHP zusammen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das statisch zu machen, aber so oder so ist es ganz sinnvoll. Graph legt damit ja so ein bisschen so eine Mitte, weil es ja aus diesem Bereich der Flat-File-Content-Management-Systeme kommt. Das heißt, für alle, die das nicht kennen, das sind Content-Management-Systeme, die über das Dateisystem arbeiten und nicht über eine Datenbank. Und ja, es ist auf jeden Fall ein cooler Mittelweg. Es ist halt trotzdem ein System, was Sicherheitsrisiken bieten kann und wo man natürlich immer ein Backend mitschleppt. Aber es bietet halt auch hohe Flexibilität und Performance halt gerade dadurch, weil es halt mit diesem Caching-Mechanismus arbeitet oder über ein Plugin sogar mit Static-Site-Rendering. Und ja, ist auch eine sehr positive Meinung, die ich dazu habe. Und ist auf jeden Fall ein cooler Einstieg, wenn man mal so ein bisschen in diese Richtung gehen will, von wie sieht das alles aus, wenn ich was sozusagen einfach statisch mache und nicht so krass hochdynamisch und vor allem, wenn ich mal eine große Datenbank wegwerfen will. Die nächste Frage wäre, ist aus deiner Sicht PHP noch zeitgemäß? Ja, PHP ist zeitgemäß. Tatsächlich weiß ich, dass viele PHP total abhaten. Aber ich finde, der PHP-Entwickler oder der PHP-Schöpfer, ich weiß den Namen gerade nicht, ich habe mal einen Talk von dem gesehen, vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr, und der gibt sich halt große Mühe, beziehungsweise sein Team gibt sich große Mühe, dass die Sprache immer moderner wird, immer aktueller. Klar ist es nicht die schönste Sprache mit Sicherheit, aber PHP ist halt immer noch in seiner Möglichkeit, dass man es einfach relativ easy in HTML zum Beispiel einbauen kann oder dadurch, dass es fast auf jedem Webserver läuft, eigentlich fast ungeschlagen. Und ja, ich weiß, es ist wirklich von einer rein Theorieperspektive mit Sicherheit nicht die schönste Sprache, aber es ist definitiv immer noch zeitgemäß. So ein Chat wie IRC. Okay, geht's besser? Von wem jetzt? Von mir schon? Ah, okay, das erklärt auch, warum er immer wieder leise ist. Aber ja, gerade übrigens, ich überbrücke das mal ein bisschen, gerade mit dieser ganzen Geschichte mit PHP 7 und PHP 8 sind ja viele Änderungen reingekommen, die der Sprache einen ordentlich modernen Anstrich verleihen. Und es gibt auch immer wieder neue Frameworks und Ansätze, die PHP-Entwicklung immer leichter machen und immer moderner und ich denke schon, dass das auch Zukunft hat. So, ich hoffe, man hört mich. Ja, man hört dich. Wie sieht es mit der Kompatibilität für Smartphones bei statischen Seiten aus? Da ändert sich eigentlich nichts. Also es ändert sich ja quasi nur, was wie die Seite ausliefert, aber wie die Seite dargestellt wird, ist quasi ja für euer Smartphone das Gleiche. Das heißt, nur wie die Seite quasi vorher zusammengebaut wird und so, das ist quasi das Wichtige, was sich ändert, aber wie die Seite dann dargestellt wird, also mit JavaScript und CSS und so, das bleibt ja das Gleiche.
Wenn ihr jetzt noch ein Content-Management-System habt, wo ihr so eine spezielle Mobile-Seite habt, was man in der Regel heute nicht mehr haben sollte, weil man das inzwischen gut mit CSS und Co. lösen kann, dann habt ihr vielleicht ein Problem, dass ihr dann zwei Seiten bauen müsst. Aber ansonsten ist eigentlich die Kompatibilität mit Smartphones ziemlich super. Und die meisten Smartphones können auch, also klar können die eigentlich alle auch JavaScript vollständig ausführen. Die haben ja mit Safari oder Chrome oder was auch immer eine vollständige JavaScript-Engine mit drin. Also die Kompatibilität ist eigentlich komplett gegeben. Und viele Newsportale und so arbeiten ja schon mit diesen Techniken. Das heißt, das ist eigentlich auch schon etabliert und getestet, dass das läuft. Noch eine Frage. So ein Chat wie der IRC, wäre es da eine gute Idee, eine statische Seite draus zu machen, wenn der Chat das Einzige ist, was man machen will? Weil so wie ich das verstehe, wäre es dafür ja eher mehr Last für den Server, oder? Ja, das ist, wie gesagt, das gleiche Beispiel mit der Kommentarspalte. Wenn ihr dynamische Inhalte wie ein Chat habt, dann wollt ihr die nicht immer statisch rendern, weil die ändern sich ja ständig. Also das sind ja Inhalte, die immer wieder sozusagen entsprechend sich ändern. Das heißt, was ihr da machen könnt, wäre zum Beispiel, ihr baut so eine Frontend-Anwendung und macht das nur mit JavaScript und zieht euch das darüber, aber das ist nicht das, was ich unter einer statischen Seite sozusagen verstehe, weil eine statische Seite ist für mich was, wo der Inhalt quasi schon generiert ist und in HTML vorliegt, wenn ihr die Seite aufruft. Also da gibt es eigentlich nur die zwei Wege. Entweder man macht das komplett über eine Backend-Anwendung oder man macht das komplett im Frontend, aber man kann halt sozusagen, also das halt vorher auszuliefern im gegossenes HTML, was sozusagen Accessibility-Tools oder eine Suchmaschine lesen können, das ist eigentlich eher unvorteilhaft, weil da müsste man alle paar Sekunden die Seite neu rendern und das ist eher viel zu viel Last. Ja. Braucht man dann für eine statische Seite mehr Leistung beim Client? Nein, in der Regel eigentlich nicht. Also viele Seiten setzen ja heutzutage, also das Einzige, was halt viel Leistung braucht, ist JavaScript, aber viele Seiten setzen ja heutzutage schon auf JavaScript, auch wenn sie vom Content-Management-System kommen und das JavaScript, was zum Beispiel verwendet wird, um Hydration zu betreiben, ist nicht unbedingt etwas, was viel Leistung zieht. Also der Leistungsunterschied ist eigentlich quasi gleich null. Und wenn ihr zum Beispiel komplett auf JavaScript verzichtet, dann habt ihr sogar noch einen Leistungsboost eigentlich in der Regel, weil außer ihr schreibt jetzt komplett verrücktes CSS, aber das ist dann auch wieder eine Sache, die euch mit Content-Management-Systemen passieren kann. Also eigentlich ist der Leistungsunterschied der gleiche, beziehungsweise vielleicht habt ihr sogar mehr Leistung, wenn ihr eine statische Seite baut. Je nachdem, wie viel JavaScript ihr sozusagen in eure Seite einfügt. Wenn ihr da jetzt natürlich das große 3D-Rendering, ich ziehe mir ständig Content rein, JavaScript baut, dann habt ihr natürlich mehr Leistungsverbrauch, aber das ist nicht zwingend ein Problem einer statischen Seite. Du hast ja zu Ende von deinem Vortrag noch Barrierefreiheit angesprochen. Muss man da auf irgendwas achten, dass es dann für Screenreader und so gut lesbar ist? Also was ich mir dabei gedacht habe, ist im Prinzip, dass so ein Screenreader natürlich einfach, glaube ich, besser damit klarkommt, wenn er schon vorher das ganze HTML vorliegen hat. Was ich halt prinzipiell beachten würde, ist einfach die generellen Accessibility Guidelines zu beachten von der W3C und ähnlichen. Das ist sowieso immer klar. Das sollte man auch generell, wenn man eine Seite mit was auch immer baut, machen. Aber was ich halt sehr cool finde, ist halt, dass wenn man zum Beispiel jetzt kein JavaScript enabled hat, weil man damit vielleicht nicht klarkommt, wenn man Accessibility Tools hat und nur die Seite statisch rausgerendert sehen möchte, ohne irgendwelche Hydration oder ähnliches, dann kann man halt mit den Accessibility-Tools quasi relativ easy darüber gehen und beachten muss man dabei eigentlich nichts Spezielles. Ich sehe es einfach nur als Vorteil, wenn das HTML quasi direkt vorliegt und so ein Tool sich nicht darum kümmern muss, dass irgendwo noch was dynamisch hinzugefügt wird, sondern so ein Screenreader direkt anfangen kann, das einmal von oben nach unten abzuarbeiten. Also beachten muss man dabei nichts. Ich habe das mehr erwähnt, weil ich das einfach sehr sinnvoll finde, dass man damit mehr Leute sozusagen auch targeten kann und dass man dafür sorgen kann, dass man nicht darauf achten muss, dass die jetzt vielleicht irgendein Tool verwenden, was mit, ich füge hier mal mit Dynamik ganz viel Spaß hinzu, irgendwie nicht klarkommen kann. Ah ja, cool. Welches Backend würdest du für Nutzer empfehlen, die keinen Markdown schreiben wollen? Das kommt drauf an, was man machen will. Wenn man einen Blog hat, würde ich tatsächlich entweder auf einen so einen Blog-Service setzen, also sowas wie Medium oder so, und mich da an der
an die API anschließen, weil das einfach relativ gute Editing-Experience bietet oder auch an einen anderen Hosting-Service oder zum Beispiel auch einfach ein klassisches Content-Management-System wie WordPress oder ähnliches verwenden. Es gibt tatsächlich auch so Frontends für einige Static Site Generators, die euch das sozusagen ermöglichen, dass man so einen Editor davor hat, der dann Markdown am Ende hinten raus rendert, aber die haben meistens den Nachteil, dass man, dass sie oft auf dem Client laufen und dann, also bei euch laufen, auf dem Desktop quasi, und dass man dann trotzdem sich immer noch darum kümmern muss, dass das dann irgendwo in Git gepusht wird und ähnliches und dann irgendwo hochkommt. Von daher würde ich eher sagen, notfalls, wenn man zum Beispiel mit WordPress schon mal gearbeitet hat oder mit einem ähnlichen System, gucken, ob das erstmal eine REST API anbietet und sich darüber versuchen, mit dem Static Site Generator zu verständigen. Ja, es kommt noch viel. Danke für deinen coolen Talk rein. Gerne. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Genau. Vielleicht noch eine letzte Verständnisfrage. Der Nutzer fragt, ich verstehe jetzt noch nicht zu 100%, was genau man mit statischen Sites verhindern will. Ist es, dass der Client nicht direkt mit dem Server interagiert oder dass es keine User-Eingaben gibt, die an den Server weitergegeben werden? Beides will man nicht unbedingt verhindern. Was man vor allen Dingen verhindern will, ist, dass man zum Beispiel ein System auf dem Server liegen hat, wie zum Beispiel ein, also wenn ihr ein klassisches Content-Management-System habt, ich erkläre es mal so ein WordPress oder so, oder ein Joomla oder ein Drupal oder was auch immer, dann generiert euch das beim Aufruf der Seite das HTML, was dann an den Client ausgeliefert wird. Das heißt, das System, wenn so ein Client das aufruft, dann interagiert das System damit. Oder da habt ihr zum Beispiel da eine Suche drin. Und so eine Suche, die sucht dann natürlich in der Datenbank. Das heißt, wenn ihr diese Suche entsprechend manipulieren würdet und es wäre jetzt bekannt, dass in eurem Content-Management-System eine SQL-Injection möglich wäre, dann könntet ihr so rüber ins System kommen. Das heißt, wenn ihr das System nicht vernünftig wartet und ihr dieses SQL-Injection-Problem-Update nicht installiert, dann ist diese Lücke sozusagen da. Dann stehen da sozusagen die Tore offen. Das heißt, das ist zum Beispiel der Punkt, dass ihr da sagen könnt, diese statische Seite bietet einfach kein direktes Einfallstor in euer System, weil sie quasi keine direkte Interaktion mit dem Backend ermöglicht. Das bietet halt auch den zweiten Vorteil, dass ihr Performance habt, weil ihr quasi nicht bei jedem Aufruf anfangt, die Seite neu zu generieren, sondern ihr habt einfach die fertig generierte Seite und liefert sie nur noch an das Endgerät aus. Das heißt, ihr interagiert immer noch quasi mit einer Art Server, aber ihr interagiert nicht mit dem Content-Management-System und habt nicht die Möglichkeit, dass euch Leute zum Beispiel in eure Datenbank einfallen. Und das sind eigentlich die zwei hauptsächlichen Gründe, weswegen man Static Site Generation zum Beispiel vorziehen möchte. Außerdem hat es halt den großen Vorteil, dass dadurch, dass alles vorgerendert ist, dass diese Performance, ich habe es ja eben schon erwähnt, dass quasi einfach, dass ihr da quasi euch nicht um irgendwelche Pflege kümmern müsst, sondern ihr schiebt die Seite einfach einmal hoch und dann ist die da und dann wird die abgerufen und ihr müsst nicht gucken, dass irgendwo was kaputt gehen kann. Ja, danke für das Beantworten der Fragen und auch für diesen super coolen Vortrag hier bei Karl.